Ding brauche ich, damit ich euch reinlassen kann. Ist schön grün. Ja? Also ich bin der Andreas. Ich heiße euch hier recht herzlich willkommen im Paradies. Danke. Und ihr dürft heute mich mit Fragen löchern, mit mir durchs Stadion toben. Und ich hoffe, ihr seht ein schönes Spiel. Hoffen wir auch. Hofft ihr auch? Ja, hoffen. Seid ihr gut drauf? Ja. Seid ihr gut drauf? Ja! Das sind ja leise Kinder. Das müssen wir noch ein bisschen üben, oder? Das sind Mädchen. Ja, also wir denken, dass wir mit dieser Vereinbarung uns gegenseitig sozusagen unterstützen und helfen können. Und das kann vielfältig aussehen. Wir wollen uns also sozusagen oder wollen Gera die Chance geben, bei Trainingseinheiten zu hospitieren und dort auch, ich sag mal, Mädchen in Gera gut zu entwickeln. Ja, das Ziel von Gera ist ja mittelfristig auch ein Aufstieg. Und sollte das gelingen, fühlen auch wir uns in einer guten Situation oder fühlen auch wir uns gut, weil wir dort ein bisschen ein kleiner Baustein sein konnten. 22. Alles klar? Ja, wenn, wenn ihr das macht, was ich euch sage, muss ich nicht pfeifen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Die Dinge, die Dr. Zahn schon angesprochen hat, sind erstmal vordergründig. Zum anderen kommt es noch dazu, dass wir auch im Trainerbereich uns austauschen wollen, das heißt hospitieren wollen gegenseitig, dass sowohl unser Trainer als auch unsere Mädchen einen anderen Reizpunkt im Training kriegen, um dort zu sehen, wer wirklich dann von den Mädchen, die wir momentan haben, das Zeug dazu hat, dann irgendwann jeder spielen zu können. Ich hole was zu trinken, dann ziehen wir uns um. Und wenn dann noch Zeit ist, dann spielen wir noch ein bisschen Fußball. Ja! Wird es nun Zeit, einmal einen kurzen Blick auf die Aufstellung unseres FFOSV Jenas zu werfen. Es kommen ja aus Gera immer mal wieder gute Mädchen, die auch zum Teil hier bei uns am Sportgymnasium gewesen sind. Klar, Paradebeispiel ist immer Bianca Schmidt, aber auch Janne Mlenarski zum Beispiel, die ihren Weg hier gegangen ist. Sabrina Schmutzler, die leider jetzt verletzt ist, auch den Weg in die erste geschafft hat. Und ich denke mal, Ziel ist es, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wir könnten sicherlich die eine oder andere gute Gärerin hier mit einbinden. Gleichzeitig möchten wir aber auch vieles zurückgeben, nicht nur im Training, sondern auch vielleicht eine Spielerin, die nicht ganz den Weg geschafft hat, dort entsprechend zurückzuvermitteln. Das nach einer guten Ausbildung. Also wir sind auf einem guten Weg und haben auch schon sehr gute Gespräche geführt und die ersten konkreten Dinge sind auch schon geplant. Bei welcher Gelegenheit würdest du denn gerne die Jena in Gera begrüßen? Ja, beim Tag des Mädchenfußballs. Das ist wirklich was Prägnantes. Das haben wir jetzt schon zweimal durchgeführt mit dem Thomas Schmull zusammen. Und das zeigt uns eigentlich auch, wie viel Potenzial innen um Gera ist im Mädchenbereich. Und wenn wir dort mit dem FFOSV Jena zwei Spielerinnen dort begrüßen durften, dann wäre das natürlich toll. Du bist mit der 2 eingelaufen da, die da die Geburtstag hatte. Ich bin mit der 18. Die ist links Abwehr. Die Mädels waren ja riesig aufgeregt, wie so ein aufgescheuchter Haufen. Habt ihr euch speziell vorbereitet auf den Tag? Nein, gar nicht. Das kann man auch nicht vorbereiten. Das muss man auch mitnehmen, so wie es ist. Und wir können einfach nur, genau, wir können es nur genießen. Wir haben jetzt vor uns gerade auf der Tribüne gesagt, wir sind richtig stolz drauf, dass die Mädchen mit ihren Eltern hier sind. Das ist richtig toll. Aus welchem Anlass des Vertrages würden Sie denn am liebsten demnächst mal in Gera sein? Also erstmal zum Tag des Mädchenfußballs 2014 und ich würde sehr gerne zu einem Aufstieg in Gera sein. Ja, das wäre ein schöner Anlass. Ob das in diesem Jahr klappt, wissen wir nicht ganz genau. Aber warum nicht im nächsten Jahr, wenn das nachhaltig gemacht wird und ich glaube, die Ambitionen hat der FFC Gera, dann, wie gesagt, sind sie auf einem guten Weg und unsere Unterstützung und Hilfe bekommen sie da auf jeden Fall.